Wir Menschen sind wahre Anpassungsgenies und so ist es natürlich klar, dass es einige Körperteile gibt, die im Laufe der Entwicklung überflüssig geworden und nicht mehr vom großen Nutzen sind. Doch auch wenn diese Körperteile inzwischen überflüssig geworden sind, können wir uns vorstellen, einmal ganz auf sie zu verzichten? Wir zeigen euch heute, was wir an unserem Körper eigentlich nicht mehr brauchen und überlassen es euch, euch vorzustellen, wie der Mensch ohne sie aussehen würde. Hier sind 14 Körperteile, die eines Tages verschwinden. Los geht's! Körperhaare. Heute wird bei den meisten rasiert, epiliert und gewachst, was das Zeug hält. Hauptsache alles tun, um die lästigen Haare an Beine, Brust und Achseln loszuwerden. Klar, früher war Körperbehaarung notwendig, aber heute gibt es ja dicke Pullis und Jacken, um uns gegen die Kälte zu schützen. Also, wofür brauchen wir die durchschnittlich 120.000 Haare an unserem Körper dann noch? Naja, eigentlich haben nur die Augenbrauen eine wirklich sinnvolle Funktion. Die halten den Schweiß der Stirn nämlich davon ab, in die Augen zu kommen. Ansonsten hat die Körperbehaarung heute keine wichtige Funktion mehr, außer vielleicht eine sexuelle, da viele Frauen zum Beispiel die Bärte bei Männern als anziehend und attraktiv empfinden. Trotzdem glauben Forscher, dass wir aller Voraussicht nach immer weniger Haare an unserem Körper haben werden. Weisheitszähne. Bei vielen sind sie heute schon gar nicht mehr angelegt und bei denen, die sie haben, wirft das nur unnötige Probleme auf. Wer sich von euch schon mal die Weisheitszähne entfernen lassen musste, weiß, was für eine Qual das ist. Da ist es doch zur Abwechslung mal eine schöne Nachricht, dass sie in Zukunft wohl niemand mehr haben wird. Bei unseren Vorfahren waren die extra Zähne natürlich eine große Hilfe, denn für die ganze pflanzliche Nahrung musste ordentlich gekaut werden. In einer Zeit, wo die Erfindung der Zahnpasta noch in den Stern lag, waren die Weisheitszähne also sowas wie ein nützliches Backup. Das brauchen wir heute eben nicht mehr. Außerdem ist unser Kiefer mit der Zeit kleiner geworden und die meisten von uns haben einfach nicht mehr genügend Platz für die extra Zähne. In Zukunft werden sie also hoffentlich komplett aus dem menschlichen Gebiss verschwinden. Brustwarzen bei Männern. Auch wenn viele behaupten, die Nippel seien die Augenbrauen des Gesichts, sind sie bei Männern so gesehen absolut überflüssig. Schließlich können sie damit ja keine Babys stillen. Hey, what are you doing? Mit der Zeit kann es also gut passieren, dass auch sie irgendwann nicht mehr am männlichen Körper zu finden sind. Warum Männer dann überhaupt mit Brustwarzen geboren wurden, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die werden nämlich noch bevor sich überhaupt ein Geschlecht entwickelt hat, im Mutterleib angelegt. Ganz am Anfang waren wir also alle so gesehen geschlechtslos und wurden vorsichtshalber mit Brustwarzen ausgestattet. Aber mal ehrlich, die Vorstellung, dass Jungs irgendwann ohne sie geboren werden, ist trotzdem echt komisch. Oder was meint ihr? Das Darwin-Ohrhöckerchen. Habt ihr schon mal was vom Darwin-Ohrhöcker gehört? So nennt man den kleinen spitzen Höcker am oberen Rand vom Ohr, den heutzutage nur noch 10% aller Menschen haben. Die winzige Falte am Ohrenrand ist ein Überbleibsel vom damals spitzen Säugetierohr und wurde nach Charles Darwin benannt. Das Höckerchen hat ursprünglich mal dazu gedient, dass man weit entfernte Geräusche besser wahrnehmen kann. Aber dass es bei 90% von uns heute eben nicht mehr vorhanden ist, kann man das als ein Zeichen dafür sehen, dass sich das Ohrhöckerchen mit der Zeit zurückentwickelt. Good Lord. Das Steißbein. Um zu balancieren oder uns irgendwo festzuhalten, brauchen wir Menschen heute natürlich nicht, wie zum Beispiel die Affen ihn haben, einen Schwanz. Und genau weil wir den eben nicht brauchen, ist auch das Steißbein als letzter Abschnitt der Wirbelsäule und Schwanzansatz von Säugetieren unnötig und funktionslos für uns. Es wird vermutlich also nicht immer Teil unseres Körpers bleiben. Und ganz ehrlich, es ist ja auch irgendwie im Weg. Wer schon mal heftig auf sein Hinterteil geflogen ist, weiß das. Und auch wenn es teilweise als Haltepunkt für Gelenke und Hüfte gilt, ist es definitiv nicht lebensnotwendig und wir können uns für unsere Nachkommen nur wünschen, dass sie das nervige Ding irgendwann los sind. Wusstet ihr übrigens, dass es immer wieder einzelne Menschen gibt, die mit einem verlängerten Steißbein geboren werden? Der Nackenknorpel. Wahrscheinlich wissen die wenigsten von euch überhaupt, dass er existiert. Ist aber auch nicht so schlimm, denn eine wirkliche Funktion hat der Nackenknorpel nicht. Und auch die Anzahl der Menschen, die diesen Knorpel an der oberen
oberen Wirbelsäule haben, ist mit 1% verschwindend gering. Der rippenähnliche Knorpel kann entweder auf einer oder auf beiden Seiten auftauchen. Eins ist aber sicher, wer mindestens einen hat, leidet häufig unter Beschwerden mit den Nerven und Arterien. Auf den Nackenknorpel können wir in Zukunft also wirklich alle gerne verzichten. Hohlhandmuskel. Falls jemand von euch begnadeter Kletterer ist, dann weiß er jetzt wahrscheinlich genau, wovon wir sprechen. Den Hohlhandmuskel findet ihr auf der Innenseite von eurem Arm und er verläuft vom Ellbogen bis zum Handgelenk. Warum er eventuell aussterben könnte, lässt sich daran erkennen, dass er schon bei 11% der Menschen gar nicht mehr vorhanden ist. Denn außer zum Kampfsport oder wie gesagt zum Klettern oder Hangeln hat der Muskel für unseren Alltag keine Funktion mehr. Wenn wir also einen Blick weit in die Zukunft werfen könnten, würden wir vielleicht Menschen ohne Hohlhandmuskel sehen. Haarbalgmuskel. Kleine Quizfrage. Was passiert meistens, wenn uns kalt ist, wir uns aufregen oder einen berührenden Film schauen? Richtig, wir kriegen Gänsehaut. Der kleine Muskel, der für diese Reaktion verantwortlich ist, ist der Haarbalgmuskel, der eben dafür sorgt, dass sich die Haare auf unseren Gliedmaßen in bestimmten Situationen aufrichten. Hier gilt aber eigentlich dasselbe wie bei dem Rest unserer Körperbehaarung. Wir haben kein Fell mehr, das uns zwangsläufig gegen die Kälte schützen muss. Und deswegen ist doch der Haarbalgmuskel eigentlich überflüssig. Wer zum Beispiel eine Katze hat, weiß, dass er bei den Tieren aber auch heute noch eine wichtige Rolle übernimmt. Denn ohne ihn könnten sie ihr Fell nicht aufrichten und andere Tiere wären nicht eingeschüchtert. Dafür finden wir Menschen aber ganz bestimmt auch andere Lösungen. Do we have a pillow? Nasennebenhöhlen. Wer nicht genau weiß, was sie eigentlich sind, hier kurz erklärt. Zu den Nasennebenhöhlen gehören 2 Stirnhöhlen, 2 Kieferhöhlen, 2 Keilbeinhöhlen und die Siebbeinzellen zwischen den Augenhöhlen. Aber warum haben wir diese Hohlkörper überhaupt? Naja, so ganz genau weiß das irgendwie keiner. Vermutlich sind sie dazu da, um unseren Schädel ein bisschen zu erleichtern. Wer allerdings oft Probleme mit ihnen hat, weiß, wie anfällig diese Dinger sein können. Wegen der hohen Entzündungsrate konnte man über die Zeit schon beobachten, dass die Nasennebenhöhlen immer kleiner und kleiner werden. Hier liegt also auch die Vermutung nahe, dass sie irgendwann komplett verschwinden werden. Äußere Ohrmuskeln. Na, gehört ihr zu den wenigen, die das Talent haben, mit den Ohren zu wackeln? Was echt lustig und ungewöhnlich aussieht, hatte bei unseren tierischen Vorfahren die Funktion, die Ohren richtig auszurichten und besser zu hören, woher ein Geräusch kommt. Und nicht nur die Tiere, sondern auch unsere Vorfahren sollen angeblich sehr bewegliche Ohren gehabt haben. Doch wenn bei uns heute der Pizzabote an der Tür klingelt, wissen wir genau, wohin wir laufen müssen. Dafür brauchen wir keine äußeren Ohrmuskeln. Also cool für alle, die mit ihren Ohren wackeln können, aber einen richtigen Sinn hat das heute nicht mehr. Das 13. Rippenpaar. Wer in der Schule gelernt hat, dass wir Menschen 12 Rippenpaare haben, hat zwar grundsätzlich recht, doch 8% aller Menschen besitzen zusätzlich noch ein 13. Und auch das ist, wie könnte es anders sein, mal wieder ein Überbleibsel der Affen und Schimpansen. Dass aber nur noch so wenige Menschen die zusätzlichen Rippen haben, spricht eindeutig dafür, dass diese nicht für immer zu unserem Körper gehören werden. Der Blinddarm. Er ist das Sorgenkind unter den Organen und eigentlich sowas wie ein Problemschüler. Die Rede ist natürlich vom Blinddarm. Einst hat er den Menschen geholfen, dass er große Pflanzenmengen verdrücken kann. Da wir heute aber ganz anders essen, ist er in seiner ursprünglichen Funktion einfach nutzlos. Hinzu kommt natürlich, und das wissen alle von euch, die da schon mal durch mussten, dass er bei einer Entzündung höllische Schmerzen verursachen kann und häufig operativ entfernt werden muss. Ganz so überflüssig ist der Blinddarm dennoch nicht, denn er ist an der Verdauung beteiligt und auch wichtig fürs Immunsystem. Trotzdem ist er natürlich nicht lebensnotwendig und somit kann es sein, dass er in einigen Jahrhunderten vielleicht gar nicht mehr im Körper des Menschen vorhanden ist. Das 3. Augenlid. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was der Quatsch soll. Ein 3. Augenlid? Haben wir nicht. Oh doch, naja, wenn auch nur im Ansatz. Und zwar haben einige nachtaktive Tiere eine zusätzliche Membran, die sogenannte Nickhaut, die ihr Auge zusätzlich schützt. Die haben wir Menschen heute zwar nicht mehr, dafür wird sie bei uns aber in Form einer kleinen Falte im inneren Augenlid angedeutet. Durch sie sollte man früher ungestört gucken können, während das Auge trotzdem geschützt wird. Dieses Überbleibsel bringt uns heute natürlich nichts mehr und so wird auch die kleine Falte im Laufe der Zeit verschwinden.
Die Zehen. Ja, und auch dieses Körperteil soll laut Forschern irgendwann verschwinden. So verrückt, wie es sich auch anhört, aber es wird vermutet, dass wir Menschen irgendwann ohne Zehen aufwachsen werden. Das glauben die Forscher, weil sich das Gleichgewicht im Laufe der Jahrzehnte verlagert hat. Früher sollen die Menschen ihre Balance im Bereich der Mittellinie vom Fuß gehabt haben und es waren die Zehen, die dazu dienten, das Gleichgewicht zu halten. Heute sieht das etwas anders aus, denn im Laufe der Zeit ist dieser Bereich nach innen gewandert und wir nutzen nach und nach immer mehr die Innenseite vom Fuß fürs Ausbalancieren. So sind unsere Zehen de facto überflüssig. Die Vorstellung von einem Menschen ohne Zehen ist aber trotzdem irre, oder was sagt ihr? Könnten wir Menschen eines Tages wirklich ohne eines der Körperteile groß werden? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr hier noch zu einem weiteren Video und daneben könnt ihr den Kanal abonnieren.